Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play F1 2019. Nächste Rennchen an. Herzlich willkommen in Frankreich. Jawohl, es geht weiter, liebe Leute. Auf, auf. Das Qualifikationstraining steht heute an. Ja, das Training war gegenüber den letzten beiden Rennen, was natürlich um einiges durchwachsen, aber hat auch keiner erwartet, dass wir so weitermachen. Aber das ist mal das Intro hier zum Rennen. Mit den freien Trainings konnte man sich auf dieser Strecke für das Qualifying einschießen, aber es ist immer noch ein schwieriger Kampf um die Pole Position, der auf uns wartet. Willkommen zum großen Preis von Frankreich. Das ist in der Tat der Moment, in dem die Anspannung zu spüren ist, oder Stefan? Wie schaffen es die Fahrer unter solchen Umständen mit solch einer Konstanz auf einem derart hohen Niveau zu fahren? Ganz ehrlich, ich glaube, sie ticken einfach komplett anders als die meisten von uns. Nach all den Rennen in Karts, der Formel 2 und schließlich der Formel 1 sind sie das gewohnt. Es herrscht ständig Leistungsdruck, sonst würden sie ihren Job auch nicht ernst nehmen. Es geht darum, auf dem Boden zu bleiben, externe Störfaktoren von sich fernzuhalten und sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt. Jo. Gut. Dann starten wir rein ins Qualifying. Können wir hier tatsächlich doch noch irgendwie die Pole holen oder bleibt es wahrscheinlich nur der Best of the Rest? Sehr wahrscheinlich das Letztere. Aber schauen wir mal. So, mal gucken, was heute dran ist. Sind momentan nicht so wirklich gut dabei. Nicht so, wie ich das erwartet hatte. Oder gehofft hatte, so ist es richtig. Aber vielleicht kriegen wir doch ein paar Punkte mitnehmen. So. Da vorne ist ein Ferrari. Und George Russell mit der Bestzeit 36,4. Daniel Ricciardo, eine Sekunde schneller als der Engländer und mein Teamkollege. Vergesst die 34,4, der macht momentan noch einen sehr guten Eindruck. Und es ist nur knapp dahinter. Es ist wirklich nur knapp dahinter. Es war gar nicht mal so weit weg. Wir sind nur knapp hinter der Spitze. Ich meine Hundertstel. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ah, gut, Hamilton heute mal 33,2 raus. Vor uns ist es Sebastian Vettel.
wo wir die Gassi-Zeit noch gedrückt bekommen. Nee, bekommen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Jetzt sind wir nur Platz 5. Also müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Satz machen. Ja, momentan sieht es ein bisschen ruhiger aus. Wir müssen auf jeden Fall auch immer noch einen Zug setzen. Das ist noch nicht garantiert. Also stehen wir momentan vor Vettel sogar. Wieder alles ein bisschen, natürlich. Momentan ist alles in der Garage drin. Ah, da machen wir mal den Anfang. Dann machen wir mal den Anfang, liebe Leute. Wir müssen nur minimal schneller sein, dann hätten wir zumindest gegen Gasly kassiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Auto gerade sich extrem komisch anfühlt. Irgendwie habe ich das ganze Gefühl, dass das Auto sich sehr komisch anfühlt. Das ist gerade sehr unangenehm. Was ist mit dem Lenkrad schon mal nicht in Ordnung? Das ist nämlich wirklich sehr unangenehm. Ich weiß auch nicht, woran es liegt gerade. Ich muss das Lenkrad mal neu justieren. So, dann habe ich das jetzt doch besser sich anfühlt. Oh ja. Oh ja. Ich habe irgendwie mega Gegengewicht gerade gehabt auf dem Auto. Das heißt, der Ersatzreifen scheint kaputt zu sein. Wir müssen mich wirklich noch minimal holen. Wir müssen jetzt ein bisschen was Gas geben hier.
Besser Sektor 1. Grün Sektor 2 minimal vorne. Reicht nicht, um die nächste Pole zu holen. Das reicht bei weitem nicht, um die nächste Pole zu holen. Wir sind zumindest auf 2. Aber selbst den werden wir wahrscheinlich loswerden. Im letzten Sektor habe ich es verkackt. Jetzt können wir hier nichts mehr machen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Richter und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Hamilton auf jeden Fall mit der Fahrbarkeit. 32,9, da ist nicht ranzukommen. Da war auch nicht ranzukommen. Ja, Zweiter. Doch noch ein kleines Stück. Ja, und ich weiß, ich habe ein bisschen abgekürzt. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht da vorne gelandet. Muss man mal so akzeptieren einfach. Das war heute eigentlich, was das Thema vordere Plätze war, jetzt, beziehungsweise dieses Rennwochenende statt jetzt chancenlos sind. Mhm. Naja, gucken wir mal. So. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, jetzt werden wir dann mal schauen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019. Dann geht's ins Rennen zum Großpreis von Frankreich. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wir hören uns dann. Tschüss.